herzlichen Dank, Herr Gilmann, für die freundliche Einführung, die Einladung. Ich freue mich, diese Reihe beginnen zu können. Sie haben schon recht, der Titel war Was ist Erfahrung? Und ich versuche auch, ein paar Antworten auf diese Frage zu geben, aber ich möchte vor allem auch über etwas sprechen, was Erfahrung trägt. Und das ist das, was ich gerne das Leibgedächtnis nenne. Deswegen dieser etwas veränderte Titel. Was trägt unsere Erfahrungen? Aber beginnen wir also mit der Frage, was ist Erfahrung? Und offenbar können wir zwei Bedeutungen des Begriffs unterscheiden. Er bezeichnet einmal eine erworbene Fähigkeit, die Erfahrenheit, könnte man sagen, also das Wissen und Können, das der erfahrene Mensch hat. Zum anderen bezeichnet es die Erlebnisse, und zwar Erlebnisse, in denen sich diese Fähigkeiten gebildet haben. Also könnte man sagen, Erfahrung haben, über Erfahrung zu verfügen, heißt Erfahrungen gemacht zu haben. Erfahrung bildet also einen Auszug aus einer Vielzahl ähnlicher Erlebnisse, eben Erfahrungen, und sie integriert sie zu einer Fähigkeit, einer besonderen Fähigkeit, nämlich einem mehr gefühlten als bewussten Wissen und Können. Man könnte auch sagen, einem Gespür, einer Intuition. Beginnen wir mit der Fähigkeit des Wahrnehmens. Zu einer verfeinerten Fähigkeit und Kunst des Wahrnehmens gehört es, ein Gefühl für den Stil, den Charakter, die Eigentümlichkeit der Dinge zu entwickeln, eine sensiblere, eine nuanciertere Erfassung der Wirklichkeit auszubilden. Bildung, das bedeutete vor aller Vermittlung von Wissen und Kenntnissen, im ursprünglichen Gebrauch des 18. Jahrhunderts die seelische und geistige Ausbildung der Sinne, also der Organe der sinnlichen, der ästhetischen Erfassung der Welt. Das Wahrnehmen wird aber in besonderem Maß zu einer Kunst, wenn es auch ein Handlungsvermögen beinhaltet, ein Können. Ein Können, das uns zu einem geübten, geschickten Umgang mit Dingen und Situationen befähigt. Man könnte also sagen, die Verbindung von verfeinerter Wahrnehmung und von geübtem Handeln ist das, was wir als die Erfahrung bezeichnen, über die jemand verfügt. Wie wird man in dieser Weise erfahren? Nun, um Erfahrung zu erwerben, ist es nicht unbedingt notwendig, eine kultivierte ästhetische Ausbildung zu durchlaufen. Es genügt der innige, wiederholte Umgang mit der Wirklichkeit. So erzählt der französische Philosoph Michel Serres in seinem Buch Die fünf Sinne sehr schön von einem alten Hochseefischer, der zeitlebens ohne Karten, ohne Navigationsinstrumente die Nordmeere befuhr. Eines Tages fragt ihn ein Verwaltungsbeamter, wie er denn sich auf See überhaupt zurechtfinde, ohne alle Karten und Instrumente. Und der alte Schiffer antwortete nach einigem Nachdenken mit folgendem Beispiel. So fährt man nach Saint-Pierre. Fahre so lange Richtung untergehender Sonne, wie du im Wasser eine bestimmte kleine Alge treiben siehst. Wenn dann das Meer sehr, sehr blau wird, halte dich etwas links, da kannst du gar nicht irre gehen. Das ist die Gegend, wo die kleinen Tümmler sich mit Vorliebe aufhalten, wo es eine starke Nordströmung gibt, wo der vorherrschende Wind nur schwach in leichten Böen bläst und die Dünung stets kurz ist. Dann kommt das große graue Rechteck und dann die Gegend, in der man den Kurs der großen Eisberge kreuzt. Und wenn man sie sieht, liegt da die erste Bank unter dem Wind. Das ist Erfahrung. Wo also die Seekarte des Nordmeers dem Beamten nur eine homogene Fläche zeigte, erlebte der Kapitän das wirkliche Meer als eine vielgestaltige, eine lebendige Landschaft, vielleicht einen changierenden, gestreiften, jedenfalls einen differenzierten Körper. Und in seiner Wahrnehmung der Wellen, des Windes, der Schiffsbewegung,
wirkten die Sinne zusammen. Sehen, Hören, Tasten, Geruchs- und Gleichgewichtssinn. Seine lebenslange Erfahrung ließ ihn sozusagen mehr wahrnehmen, als da eigentlich zu sehen war. So als trüge das Meer ein Gesicht, in dem er zu lesen vermochte. Aber was er da beschrieb und seit seiner Kindheit kannte, das hatte er in keiner Schule gelernt, noch jemals aus dem Mund eines Menschen gehört. Denn, wie Michel Serre weiter schreibt, den beiden Kapitänen, auf deren Schiffen er gefahren war, kam den lieben langen Tag kein Wort über die Lippen. Es wäre ihnen wohl auch schwer gefallen, ihr Wissen überhaupt in geeignete Worte zu bringen. Und doch hatte er es irgendwie von ihnen gelernt. Er hatte es buchstäblich erfahren. Nun betrachten wir anhand dieses Beispiels einige Elemente dessen, was persönliche Erfahrung ausmacht. Erfahrung erwirbt man zunächst durch Wiederholung. Denn sie bezieht sich nicht auf einmalige Ereignisse oder Erinnerungen, sondern auf das Wiederkehrende, das Ähnliche, das Typische. Sie stellt einen Auszug aus Einzelerlebnissen dar. Dann weiter. Erfahrung resultiert aus erlebten Situationen, Erfahrungen. Das heißt, Einheiten von leiblicher, sinnlicher, atmosphärischer Wahrnehmung. In der Erfahrung des Meeres, der Luft, der Schiffsbewegung wirken verschiedene Sinne und Körperempfindungen synästhetisch zusammen. Die Analyse dieser Erfahrung in Einzelmomente ist zwar möglich, aber sie führt nicht mehr zurück zum ganzheitlichen Wahrnehmungseindruck, der die Situation eigentlich ausmacht. Situationen sind nun zentriert auf den Leib, den gespürten Körper. Der Erfahrene bewegt sich nicht im abstrahierten Raum der Landkarte oder der Geografie, sondern im leiblichen Raum der Landschaft. Die Landschaft ist strukturiert durch leibliche Richtungen, durch rechts und links, durch hier und dort, durch Nähe und Ferne, Zentrum, Horizont und so weiter. Und die Erfahrung schließt auch die Beweglichkeit des Leibes ein. Erfahren ist eine Tätigkeit, ein Umgehen mit Dingen, Menschen, Situationen. Dabei entwickelt der Erfahrene im Laufe der Zeit einen besonderen Sinn für den Charakter, für den Stil und die Physiognomie eines Gegenstandes. Seine Wahrnehmung wird reich an Unterscheidungen und Nuancen. Und schließlich erweitert sie sich um einen siebten Sinn, ein Gespür oder eine Art Intuition, eine ganzheitliche Erfassung der Situation. Dieses Wahrnehmen und Wissen des Erfahrenen ist immer nur unvollständig in Worte zu fassen. Es ist ein Knowing How, wie man sagt, nicht ein Knowing That, nicht ein Wissen Das, sondern es ist ein leibliches, implizites Wissen, das sich im praktischen Vollzug realisiert, aber sich kaum in diskursiven Sätzen oder Regeln aussagen lässt. Erfahrung kann daher auch letztlich nur durch Vorbild gelehrt oder durch Nachahmung erlernt werden. Das sind erste Überlegungen, Elemente von Erfahrungen. Jetzt wollen wir etwas näher untersuchen, was erfahren sein und erfahren werden ausmacht. Erfahrung verändert und differenziert die Wahrnehmung. Der Erfahrene besitzt die Fähigkeit, Muster, Gestalten, auch dort herauszukennen, wo andere gar nichts sehen. Das beruht auf dem Wiederkennen von Mustern, auf der Wiederkehr des Ähnlichen. Etwas erinnert irgendwie an etwas anderes, es sieht ihm gleich, es kommt einem schon vertraut und bekannt vor. Mit der Erfahrung wächst also der Sinn für das Ähnliche oder Typische oder Charakteristische. Der erfahrene Arzt erkennt mit einem Blick das Gesicht eines Leberkranken oder die Haltung eines depressiven Patienten, weil er nach vielen Begegnungen das Gemeinsame in der Physiognomie, im Stil, in der Bewegungsgestalt mit einem Blick zu sehen vermag. Der erfahrene Staatsmann erkennt ähnliche politische Konstellationen
und schöpft daraus ein Gefühl für den richtigen Zeitpunkt des Handelns. Der erfahrene Kriminalist erkennt an einem Fall die Handschrift eines Täters oder eines Tätertypus. Erfahrung bildet also einen Ähnlichkeitssinn aus. Wie Walter Benjamin einmal schön geschrieben hat, Erfahrungen sind gelebte Ähnlichkeiten. Kein größerer Irrtum, schreibt er, als Erfahrung im Sinne der Lebenserfahrung nach dem Schema derjenigen konstruieren zu wollen, die den exakten Naturwissenschaften zugrunde liegt. Nicht die im Lauf der Zeit festgestellten Kausalverknüpfungen, sondern die Ähnlichkeiten, die gelebt wurden, sind hier maßgebend. Erfahrung ist also, auch wenn sich die Naturwissenschaft seit der Neuzeit besonders auf sie beruft, eigentlich etwas ganz anderes als Empirie, nämlich das Sammeln von Daten nach bestimmten Schemata oder die Erforschung von Kausalzusammenhängen mittels Experimenten. Erfahrung erwächst vielmehr aus einer Sedimentierung, könnte man sagen, aus einer Ablagerung oder Einschmelzung von wiederholten Erlebnissen in ein leibliches Wissen und Können, das sich nicht im Einzelnen beschreiben und benennen, sondern immer nur als Ganzes in der geeigneten Situation realisieren lässt. Man kann dieses gespürte Wissen vielleicht mit der Wendung umschreiben, wie es ist, wie es sich anfühlt, wie es ist, einen Walzer zu tanzen, wie sich der Lehm beim Drehen in der Hand anfühlen muss, um das die passende Form zu gestalten, wie sich ein Herzklappenfehler mit dem Stethoskop anhört. Es ist also ein Wissen wie, nicht ein Wissen das, wie schon gesagt. Es bleibt der Person nicht äußerlich, es ist kein bloßes Bescheidwissen oder eine beliebig anwendbare Technik, sondern die Person verkörpert dieses Wissen. Es geht ein in ihren persönlichen Stil, in ihr Wahrnehmen. Und daher lässt sich auch weder das Geschick eines erfahrenen Handwerkers noch die diagnostische Intuition eines Arztes dem Lernenden diskursiv vermitteln, in Sätzen, in Regeln. Er muss es selbst erfahren, er muss es am eigenen Leib erfahren, indem er eben den Erfahrenen zum Beispiel nachahmt und so ähnliche Erfahrungen macht. Erfahrung befähigt zu einer ganzheitlichen Wahrnehmung, in der leibliche, synästhetische und atmosphärische Momente vereinigt sind. Sie erlaubt es, komplexe Situationen holistisch zu erfassen, ihre Färbung, ihre Stimmung, ihre Atmosphäre, ihre Bedeutsamkeit. Die Erfahrung des Seemanns, seine Erinnerung, sein Wissen und Können sind durchdrungen von optischen, akustischen, taktilen, olfaktorischen, also Geruchseindrücken, und in seiner Wahrnehmung des Meeres, des Windes, der Schiffsbewegung wirken alle Sinne synästhetisch zusammen. Und auf diese Weise entwickelt der Erfahrene schließlich ein Gespür, einen siebten Sinn oder eine Intuition für Situationen. Der siebte Sinn, das ist eigentlich ein synästhetischer, ein Gesamtsinn, der einheitliche, zusammenfassende Sinn des Leibes. Und so vermag der Erfahrene auch eine komplexe, undurchsichtige, nicht in allen Elementen erkennbare Lage als Ganze zu erfassen. Er erkennt die Gesamtgestalt, das Charakteristische daran. Nehmen wir noch einmal ein Beispiel aus dem medizinischen Bereich. Der erfahrene Psychiater richtet sich bei der Diagnose nicht nur nach einzelnen Symptomen und Befunden und Verlaufsdaten, sondern eben nach dem Gesamteindruck, den er von einem Patienten und seiner Lebenssituation gewinnt. Und oft wird er sehr rasch, schon im ersten Kontakt, einen Eindruck von der vorliegenden Erkrankung gewinnen. Und je mehr seine Erfahrung wächst, desto präziser erfasst er zugleich die dann charakteristischen Einzelfänomene. Der Erfahrene gelangt aber auch dort zu einem Urteil, wo die notwendigen Einzelfakten nicht vollständig vorliegen. Er findet selbst dann zu einer sicheren Entscheidung, wenn sich keine deutliche Lösung anbietet, wenn der diskursive Verstand auf Uneindeutigkeiten trifft und Zweifel nicht auszuräumen vermag.
Und daher bewährt sich Erfahrung gerade in unklaren, in krisenhaften, in gefährlichen Lagen, die sich nicht nach dem Schema berechnen lassen. Etwa in der Beurteilung eines Operationsrisikos oder in der Einschätzung der Suizidgefährdung eines lebensmüden Patienten. Gehen wir weiter. Erfahrung wird dadurch zu einem praktischen Wissen, dass sie Wahrnehmungs- und Handlungsvermögen in sich vereinigt. Die synästhetische Wahrnehmung ist zugleich eine synergische, eine mittätige, sie schließt die Beweglichkeit des Leibes mit ein. Alle Eindrücke, die wir erhalten, enthalten immer auch schon so etwas wie Aufforderungscharaktere. Valenzen nennt es die Psychologie auch. Wir sehen zum Beispiel aufgrund von früheren Bewegungs- oder Tasterfahrungen immer schon den Gegenständen an, wie schwer sie sind, wie hart sie sind, wie wir sie anfassen müssen. Ohne dass wir dafür extra eines Tastsinnes bedürften. Wir sehen es. Im Sehen erkennen wir die früheren Erfahrungen mit. Oder denken wir an den Rhythmus einer Walzermelodie. Er ruft schon beim Hören die passenden Schrittfolgen in unserem Körper wach. Das heißt, die früheren Handlungserfahrungen wohnen der Wahrnehmung als Möglichkeiten inne. Wahrnehmung und Handlung sind untrennbar miteinander verknüpft in der Erfahrung. Wenn ein Handwerker eine Zange betrachtet, dann ist sie ihm, wie Heidegger das einmal ausgedrückt hat, von vornherein zu handen. Die Hände sind bereits darauf eingestellt, wie sie die Zange ergreifen können. Sie müssen gar nicht in Bewegung geraten. Wahrnehmen und mögliches Handeln sind immer schon miteinander verknüpft. Das lässt sich übrigens auch neurophysiologisch inzwischen schön belegen. Denn schon das Anblicken einer Zange aktiviert im Kortex sensomotorische neuronale Netzwerke, also die Neuronen, die notwendig sind, um die Zange auch zu handhaben. Diese Bewegung ist gar nicht notwendig, man kann sie dann ausüben, aber die Wahrnehmung ist bereits mit der möglichen Bewegung neuronal verkoppelt. Und so ist es mit allen Gegenständen, von denen wir Erfahrung haben. Das raue Holz, das glatte Glas, der harsche Schnee oder die nasse Straße. Jedes Ding, das wir sehen, sagt uns schon in seinem Anblick, wie es sich anfühlen wird und wie es zu handhaben ist. Die spezifisch berufliche Erfahrung verfeinert nur diese Wahrnehmung. Und dann erkennt der Handwerker schon beim kurzen Prüfen des Materials, zu welcher Bearbeitung es tauglich ist. Oder der Seemann auf dem Meer sieht es der Situation schon an, wie das Segel zu setzen und wie das Steuer auszurichten ist. Er spürt die Kräfte der Strömung oder des Windes förmlich am eigenen Leib und kann ohne weitere Überlegung angemessen auf sie reagieren. Nun fassen wir zusammen. Erfahrung bedeutet ein intuitives Wissen, ein Kennen oder Können, das sich nicht eindeutig in Sätzen aussagen lässt, das sich nicht in ein Regelsystem bringen lässt. Es ist eben kein theoretisches, sondern ein praktisches Wissen. Ein Wissen, das uns zur Selbstverständlichkeit geworden, das uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie man auch sagt. Und somit gehört die Erfahrung einem Gedächtnissystem an, das man heute vom Erinnerungsgedächtnis unterscheidet, von dem wir üblicherweise sprechen, wenn wir vom Gedächtnis reden. Die Erinnerung an bestimmte Ereignisse in der Vergangenheit, das Wissen von bestimmten Kenntnissen wie der Hauptstadt der Ukraine und so weiter. Aber hier geht es um ein anderes Gedächtnis, das man auch das implizite Gedächtnis oder eben das Leibgedächtnis nennen kann. Und das ist ein Gedächtnis nicht für bestimmte Ereignisse in der Vergangenheit, sondern etwa für eingespielte Bewegungsabläufe, für Gewohnheiten oder für vertraute Wahrnehmungsgestalten, für den geschickten Umgang mit Instrumenten, die man erlernt hat, oder einfach für die Vertrautheit von Räumen und Situationen.
Es ist ein Gedächtnis für alles, was so ähnlich ist wie etwas, was man schon kennengelernt hat. Ich möchte drei Beispiele oder drei Typen dieses Leibgedächtnisses etwas näher betrachten. Zunächst das prozedurale Gedächtnis. Das Leibgedächtnis umfasst zunächst einmal alle Formen des Gedächtnisses, des Könnens und Wissens, die im gegenwärtigen Wahrnehmen und Verhalten unwillkürlich wirksam sind, ohne dass man sich dabei an Vergangenes erinnert. Und dieses im Wahrnehmen und Verhalten wirksame Leibgedächtnis ist in erster Linie ein prozedurales Gedächtnis. Es sind sensomotorische Fähigkeiten, die durch Übung und Wiederholung erworben wurden und die im Prozess des Tuns, deswegen prozedural, Prozedur, reaktiviert, realisiert werden. Also, ich finde automatisch die Gangschaltung, das Bremspedal meines Autos oder ich finde automatisch die richtigen Tasten meines Computers, wenn ich schreibe. Ich kann mit 10 Fingern schreiben, wer das auch gut kann, kann ja im Folgenden einmal den Test machen, ob er angeben kann, wo sich auf der Tastatur die Buchstaben befinden. Etwa um das Wort Dank zu schreiben. Sie werden es, wie ich übrigens auch, nicht finden, Sie werden es nicht wissen. Legen Sie aber die Finger auf die Tastatur, Sie können es ja mal im Geiste tun, man kann es auch virtuell sozusagen, dann werden Sie wahrscheinlich sehr rasch oder zumindest schon ungefähr finden, wo sich das D und das A und das N und das K befinden. Sie wissen es nämlich, Sie wissen es nur nicht. Sie wissen es, ohne es zu wissen. Also hier war das D, das A, das N und das K. Die Finger finden das automatisch und sofort, sobald Sie denn das Wort schreiben wollen, wenn Sie die Finger nur an die Stelle, also an die Tastatur legen. Die Finger sind mit der Tastatur wirklich eins geworden, so weit, dass Sie, sobald Sie sie hinlegen, anfangen, das Richtige zu schreiben. Die gedachten Worte verwandeln sich unmittelbar in die richtigen Bewegungsgestalten. Ursprünglich verhielt es sich übrigens genau umgekehrt. Nicht? Wer Maschine schreiben lernt, Sie wissen das sicher noch, ordnet zunächst ganz bewusst jeder Taste einen Buchstaben zu. Nicht? Da ist das D, das A, das N, das K. Und nach gewöhnt er nun durch Übung die Finger an diese Verknüpfung. Aus der Übung ergibt sich nach und nach eine Automatisierung. Und diese Automatisierung bildet zeitlich dynamische Bewegungsmuster, einheitliche Zeitgestalten, eben das Wort Dank, das ist ein bestimmtes Muster, das sofort abläuft. Und die einzelnen Tasten hat man schließlich vergessen. Man weiß wirklich buchstäblich nicht mehr, wie man tut, was man da tut. Das Gedächtnis ist in den Leib eingegangen und übergegangen. Analog verhält es sich übrigens auch mit der Wahrnehmung. Beim Lesen lernen, das Wort Dank lesen, D-A-N-K, da verbindet das Kind die einzelnen Buchstaben nach und nach zu anschaulichen Wortgestalten und schließlich muss es nicht mehr buchstabieren oder mit dem Finger die Buchstaben nachzeichnen, sondern es erkennt sie mit einem Blick als solche, es erkennt auch den Sinn der Worte mit einem Blick und kann den Satz als Ganzen lesen, also bei flüssigem Lesen die einzelnen Buchstaben vergessen oder gar nicht mehr wahrnehmen. Durch die Buchstaben hindurch, die das Kind anfangs noch einzeln sah, richtet es sich jetzt unmittelbar auf den Sinn der Worte. Die Verknüpfung von Wahrnehmung und Bewegung ist ein wesentliches Prinzip des Leibgedächtnisses. Man kann das auch an einem kleinen Experiment illustrieren. Wenn man auf dem Klavier eine bestimmte Tonfolge übt, man muss gar kein Pianist sein, einfach eine bestimmte Tonfolge, wie Mariechen vor dem Tore. Und wenn man das eine Zeit lang übt, dann bildet sich mit der Zeit eine Kopplung zwischen den gehörten und den Bewegungssequenzen aus. Und dann genügt es nach ein paar Wochen regelmäßigen Übens, dass man die Melodie hört, und dann aktiviert sich unterschwellig schon die zugehörigen Fingermuskeln.
Das kann man auch neurophysiologisch zeigen. Es aktivieren sich nämlich die akustischen und motorischen Rindenareale gleichzeitig, wenn Sie nur die Melodie hören. Das heißt, das Hören hat sich mit dem Bewegen verknüpft. Und umgekehrt, wenn Sie nun nach diesen paar Wochen die Tasten, die geeigneten, auf einem stummen Klavier mit den zugehörigen Fingern drücken, dann werden automatisch die zugehörigen Töne mit wachgerufen, mit vorgestellt. Also die Tastbewegung evoziert jetzt unmittelbar die Töne, man hört sie innerlich mit. Das ist natürlich perfektioniert bei Pianisten, die beim Hören von Melodien oder von bestimmten Sequenzen geradezu die Finger zucken spüren. Ein Instrument zu erlernen, ist also eine Verknüpfung von sensomotorischen Fähigkeiten. Es vermittelt auch eine intensivere Wahrnehmung der Musik. Es steigert auch unsere Empfänglichkeit, denn das Hören hat nun die ganze Leiblichkeit mit einbezogen, die differenzierte Motorik mit aufgenommen. Die Wahrnehmung ist, wenn man so will, tiefer leiblich verankert, inkarniert, wenn man sagen könnte. Das noch einmal ein Beispiel für diese vielfältigen Vermögen des Leibgedächtnisses. Verknüpfung von Wahrnehmung und Bewegung ist fast immer mit dabei. Was für eine Funktion hat dieses Gedächtnis? Nun, es entlastet unsere Aufmerksamkeit von einer Überfülle von Details. Es ermöglicht den flüssigen, selbstverständlichen Lebensvollzug, ohne dass wir eigens darauf achten und uns erinnern müssen. Wir können uns auf übergreifende Ziele und Sinnzusammenhänge richten und brauchen nicht dieses einzelne Detail zu beachten. Beim Lesen oder Schreiben achten wir nicht mehr auf die einzelnen Buchstaben, nicht mehr auf die Fingerbewegungen, sondern direkt auf die Worte, die wir lesen und schreiben. Das Schriftwissen ist jetzt in den Fingern und steht uns automatisch zur Verfügung. Man kann auch so sagen, der Leib, die Sinne und Glieder werden zum Medium, durch das uns die Welt zugänglich und verfügbar wird. Aufmerksamkeit kann sich durch die Einzelreize hindurch nun auf die Gesamtgestalt, auf den Sinn dessen richten, was uns begegnet. Das Handeln wird erleichtert, weil wir uns nicht mehr einzelnen Bewegungen, sondern den Handlungszielen zuwenden können. Es genügt eine anfängliche, übergeordnete Intention, um den vollständigen Handlungsbogen auszulösen. Der Pianist kann sich auf die Musik richten. Er kann sich gewissermaßen beim Spielen selbst zuhören. Und er sollte auch gar nicht den Fehler machen, die einzelnen Finger zu sehr zu beachten, denn das führt gleich dazu, dass diese Selbsttätigkeit gestört, unterbrochen wird und der Lauf aus den Fugen gerät. Wie das Klavier sehr schön zeigt, schließen sich auch vertraute Instrumente oder Gefährte dem Leib als Medium an. Wenn ein Blinder einen Stock eine Zeit lang benutzt, dann nimmt er damit die Umgebung sehr differenziert wahr, und zwar so, dass er die Widerstände an der Spitze des Stocks fühlt und nicht an der Hand. Das heißt, sein Leibempfinden dehnt sich aus in das Instrument hinein bis an die Spitze. Der geübte Autofahrer hat sich ebenfalls das Fahrzeug so einverleibt, dass er ein Gefühl für die Maße hat. Das ist so, wie wenn er ein Körperempfinden, ein leibliches Raumempfinden für die Weite und Breite des Fahrzeugs hat und weiß, durch welche Gasse er noch fahren kann. Und er hat ein Gefühl dafür, wie die Reifen auf der Straße halten oder nicht halten. Er spürt die Nässe oder Glätte oder die Haftung unter den Reifen, nicht etwa irgendwie an der Hand oder in seinem Körper, sondern er spürt es unter den Reifen. Er hat sein Leibempfinden auf das Auto ausgedehnt. Das sind erstaunliche Fähigkeiten, die wir mit dem Leibgedächtnis entwickeln können. Und das Ziel ist die Entlastung von der Aufmerksamkeit, sodass wir auf Übergeordnetes uns richten können. Leibliches Lernen besteht also darin, das explizite, das bewusste Wissen und Tun wieder vergessen zu können. Wir sagen auch, das Gelernte sich setzen zu lassen. Damit geht es in das Leibgedächtnis ein. Wir brauchen darauf nicht mehr achten.
Es ist ein Grundprinzip in der Psychologie, dass sich das Bewusstsein aus allem zurückzieht, wofür es nicht mehr erforderlich ist, hat der berühmte Psychologe William James einmal schön formuliert. Vertrautheit, Gewohnheit bedeuten also so etwas wie Vergessen. Absinken des bewusst Getanen und Erlebten in das Unbewusste, was doch unser Alltägliches in der Welt sein trägt. Man könnte fast sagen, gerade was wir vergessen haben, ist zu dem geworden, was wir sind, was wir können, was wir vermögen. Ich betrachte ein zweites Beispiel, das situative Gedächtnis. Betrachten wir einmal das Beispiel einer Störung des Gewohnten, also zum Beispiel das Fehlen eines Bildes an der Wand, das mir auffällt. Auf einmal fällt mir auf, dass da etwas fehlt, während ich es vorher gar nicht explizit wahrgenommen hatte, weil das Bild mir schon so vertraut geworden war, dass ich es übergangen hatte. Oder denken wir an eine Umstellung des Mobiliars, die mich anstoßen lässt, wo ich sonst selbstverständlich meinen Weg fand. Wir erkennen daran, dass das Leibgedächtnis auch räumlich und an Situationen orientiert ist, in denen wir uns befinden. Es ist eine Vertrautheit mit ähnlichen oder typisch wiederkehrenden Räumen und Situationen. Es verhilft uns zum Beispiel, uns im Raum der Wohnung, der Nachbarschaft, der Heimat zurechtzufinden. Und leibliche Erfahrungen verbinden sich besonders mit Innenräumen. Je öfter das geschieht, desto mehr werden diese Räume erfüllt von Verweisungen auf die Vergangenheit, von Vertrautheit, von einer Atmosphäre der Gewohnheit. Wohnen, Gewohnheit hängen natürlich zusammen. Sie sind beide gleichermaßen im Leibgedächtnis begründet. Das ist sehr schön an einer kleinen Schilderung zu erkennen von dem französischen Literaturwissenschaftler Gaston Bachelard in der Ästhetik des Raumes. Da schreibt er, über die Erinnerungen hinaus ist das Elternhaus physisch in uns eingezeichnet. Es besteht aus einer Gruppe von organischen Gewohnheiten. Aus einem Abstand von 20 Jahren, allen anonymen späteren Treffen zum Trotz, würden wir noch die Reflexe jener frühesten Treppe wiedererkennen. Über eine bestimmte, etwas zu hohe Stufe würden wir nicht stolpern. Das ganze Sein unseres Hauses würde sich entfalten, unserem eigenen Sein treu geblieben. Wir würden die Tür aufstoßen, die noch das gleiche Knarren hat. Ohne Licht würden wir in den entlegenen Speicher gehen. Das Gefühl der kleinsten Klinke ist noch in unserer Hand. Das sind Situationen. Aber wie wir auch schon gesehen haben, am Beispiel des Meeres und des Schiffers, sind Situationen mehr als nur räumliche Gebilde. Es sind immer auch ganzheitliche, unzerlegbare Einheiten von leiblicher, sinnlicher, atmosphärischer Wahrnehmung. Also ein Fußballspiel im tobenden Stadion, eine Bootsfahrt auf dem schäumenden Meer, ein Spaziergang durch die nächtlich erleuchtete Großstadt. Erfahren sein heißt, mit ähnlich wiederkehrenden Situationen in ihrer ganzen Komplexität sinnlich, leiblich und durch Gewohnheit vertraut zu sein und vermittels des Leibgedächtnisses auf intuitive Weise mit ihnen umzugehen. Und die für uns Menschen wohl bedeutsamsten Situationen sind eigentlich die sozialen Situationen. Besonders die konkrete, leibhaftige Begegnung mit anderen. Es ist das, was man auch die zwischenleibliche Situation nennen kann. Und sie ist in einem solchen Maß bestimmt von den Vorerfahrungen mit anderen, also von unserer Erfahrung, dass in jeder Begegnung etwas abläuft, was man auch als zwischenleibliches Gedächtnis bezeichnen kann. Das in jeder Begegnung implizit und auf meist kaum bewusste Weise wirksam ist. Es ist zugleich auch die Grundlage der Empathie, also unserer Fähigkeit, den Gefühlsausdruck anderer unmittelbar nachzuvollziehen, mitzufühlen. Sobald wir nämlich mit einem anderen Menschen in Kontakt treten, treten unsere Körper miteinander in Beziehung, tasten sich ab, lösen subtile Empfindungen ineinander aus. Unsere Körper, könnte man sagen, verstehen einander, ohne dass wir genau sagen könnten, wodurch und wie das eigentlich geschieht und woran wir den Ausdruck des anderen überhaupt erkennen.
Der französische Phänomenologe Merleau-Ponty bezeichnete diese Sphäre des unwillkürlichen Kontaktes eben sehr schön als Zwischenleiblichkeit, die Sphäre der präverbalen leiblichen Kommunikation. In diese Sphäre gehört zum Beispiel auch der erste Eindruck, den wir von einem Menschen erhalten. Er erfasst ja sicher nicht nur die äußere Gestalt seines Körpers, sondern auch etwas von seiner Wesensart, von seinem persönlichen Stil, ohne dass wir dessen Merkmale im Einzelnen angeben könnten. Die Persönlichkeit eines Menschen kommt auch in seiner Leiblichkeit zum Ausdruck, also in seinem Auftreten, seiner Haltung, Gestik, Mimik, in seinen Umgangsformen, in seinem Gang, in seiner Stimme. Dieses zwischenleibliche Gedächtnis, das wir im Kontakt mit anderen selbstverständlich und unwillkürlich aktivieren, reicht sehr weit zurück, viel weiter als unsere bewussten Erinnerungen. Aufgrund der Fortschritte der Entwicklungspsychologie können wir heute die Entwicklung dieses Gedächtnisses viel besser nachvollziehen. Diese Forschungen haben gezeigt, dass es in den ersten 1 bis 2 Jahren überhaupt nur das implizite oder Leibgedächtnis gibt, das die Erfahrungen des kleinen Kindes aufnehmen und sozusagen speichern, verwerten kann. Es gibt noch kein episodisches oder Erinnerungsgedächtnis für bestimmte Ereignisse. Diese Forschungen haben weiter gezeigt, dass die motorische, die emotionale, die soziale Entwicklung in der frühen Kindheit nicht etwa getrennt abläuft, sondern dass diese Entwicklungen durch Anlage von einheitlichen Schemata verknüpft sind, dass es eine integrierte sensomotorische und soziale Entwicklung gibt. Die frühen sozialen Interaktionen sedimentieren sich ebenfalls, und zwar als das, was man Körpermikropraktiken nennen kann. Sie sedimentieren sich im leiblichen Gedächtnis des Babys. Auch hier bildet sich schon ein Auszug aus wiederholten, ähnlichen Erfahrungen mit der Mutter und mit anderen Bezugspersonen. Und sie werden verarbeitet zu dyadischen Interaktionsmustern, leiblichen Interaktionsschemata, die man in der Säuglingsforschung, Daniel Stern ist hier der maßgebliche Autor, auch als Schemes of Being With bezeichnet. Ich mit Mama beim Stillen, ich mit Papa beim Ballspielen, das sind kleine, reguläre Verhaltensmuster, Verhaltenssequenzen, auf die sich das Baby in den ersten Lebenswochen bereits eingestellt hat und die es erwartet, die es mit initiiert und in die es mit einschwingt. Und daraus entsteht das, was Daniel Stern auch ein implizites Beziehungswissen nennt. Ein leibliches Wissen, wie man mit anderen umgeht, wie man mit ihnen Vergnügen hat, Freude ausdrückt, Aufmerksamkeit erregt, wie man Ablehnung lieber vermeidet und so weiter. Es ist ein zeitlich organisiertes, es ist gewissermaßen ein musikalisches Gedächtnis für die Rhythmik, die Dynamik, die Untertöne, wenn man so will, die in der Interaktion mit anderen immer unhörbar mitschwingen. Und das ist die Grundlage für die Zwischenleiblichkeit, die wir im späteren Leben ganz selbstverständlich, auf die wir uns selbstverständlich verlassen, wenn wir mit anderen umgehen. Also nicht nur den aufrechten Gang, nicht nur das Sprechen erlernen die Kinder in der Nachahmung und Interaktion mit anderen, sondern auch die subtilen Fähigkeiten des zwischenleiblichen Umgangs mit anderen. Und sie sind die Basis aller Empathie, alles primären Verstehens, des Ausdrucks, des Verhaltens, der Mimik, der Gestik von anderen. Das ein Blick auf 3 Formen dessen, was ich das Leibgedächtnis genannt habe. Ich fasse zusammen. Das Leibgedächtnis ist die Basis von Erfahrung und Erfahrenheit. Es enthält all die vertrauten Fähigkeiten und Gewohnheiten unseres Wahrnehmens und Verhaltens, unseres zwischenleiblichen Umgangs mit anderen Menschen. Es vermittelt damit die grundlegende Erfahrung der Vertrautheit der Welt, des Wiederkehrenden im Wechsel der Situationen. Es beheimatet uns in der Welt. Alles, was wir wahrnehmen oder tun, hinterlässt eine Spur in uns, geht nicht verloren. Es
wird eingeschmolzen in das Leibgedächtnis, es formt das, was wir am Ende geworden sind. Nun will ich in einem Abschluss, in einem Ausblick auf etwas aufmerksam machen, was ich gerne den Verlust von Erfahrung nennen möchte. Mir scheint, dass die Entwicklung unserer gegenwärtigen Gesellschaften durch einen Verlust, durch eine Reduktion von originärer, vor allem verkörperter, leiblicher Erfahrung charakterisiert ist. Und das möchte ich noch an einigen Beispielen zeigen. Ich beginne mit einem Prozess, den man auch als Entsinnlichung beschreiben kann. Ein Prozess, in dessen Verlauf unmittelbare leibliche Erfahrungen durch vermittelte ersetzt werden, indem die synästhetischen, einheitlichen Wahrnehmungen schwinden, indem der leibliche Kontakt mit der Wirklichkeit tendenziell verloren geht. Die Welt büßt damit ihren sinnlichen, ihren erfahrbaren Charakter ein und sie wird gewissermaßen schemenhafter, abstrakter. Jeder Bergwanderer kennt das unterschiedliche Erleben der Natur, wenn man einen Berg selbst bestiegen hat oder wenn man mit der Seilbahn hinauffährt. Das Erlebnis wird dann blasser. Es fehlt ihm die motorische, die taktile, die atmosphärische Dimension. Auch der Widerstand, den man leiblich überwunden hat. Solche Entsinnlichungen finden wir in der Kulturentwicklung natürlich überall. Denken wir etwa an die Abfolge von offenem Feuer, Kohleherd, Gasherd, Elektroherd, Mikrowelle. Von der Mikrowelle weiß man eigentlich gar nicht mehr recht, wie sie funktioniert. Sie ist unsinnlich, unleiblich. Man drückt einen Knopf, aber irgendwie hat man zu der Wärme, die dabei entsteht, eigentlich kein Verhältnis mehr. Oder denken wir an das Wandern. Die Kutsche, die Dampflok, die Elektrolok, das Flugzeug oder Magnetschwebebahn. Wieder ein Verlust von leiblich-sinnlicher Erfahrung bei aller Beschleunigung der Mobilität, die natürlich damit verbunden ist. Oder denken wir an das Schreiben, das ich schon erwähnt habe. Den Federkiel, den Füllfederhalter, den Kugelschreiber, die mechanische Schreibmaschine oder den PC. Mit solchen Entwicklungen ist also jeweils ein Schwinden von Widerständen verbunden, die aber gerade die Erfahrung von Wirklichkeit ausmachen. Die Verknüpfung von Bewegung und Wahrnehmung, die Basis des Leibgedächtnisses und die Basis der Realitätserfahrung, reduziert sich meist auf ein Minimum. Es genügt ein Knopfdruck oder die Maustaste. Ebenso bei der Mobilität. Vielfältige Vehikel der Beschleunigung und Instrumente der Automatisierung ersparen uns langwierige körperliche Auseinandersetzungen und Annäherungen. An ihre Stelle treten geradezu magische Simultaneitätserlebnisse, Gleichzeitigkeitserlebnisse durch ein Knipsen, ein Switchen, Zappen, Anklicken, das augenblicklich das Gewünschte herbeiholt. Und das sind unleibliche, ganz schwerelose Bewegungen, also ein Gleiten, Schweben, Fliegen, Surfen, das scheinbar mühelos zum Ziel führt. Vergleichen wir das mit einigen typischen Tätigkeiten in agrarischen oder handwerklich strukturierten Gesellschaften. Also das schon erwähnte Wandern, Pflügen, Jäten, Hobeln, Meißeln. In solchen Bewegungen werden immer auch Gegenwirkungen spürbar. Und das sind Wirkungen, die Erfahrung ermöglichen. Auch Kommunikation und Verkehr erforderten ursprünglich die mühsame Überwindung von Entfernungen, vielfältigen Hindernissen auf dem Weg. Solche leiblich erfahrbaren Wege sind heute zunehmend überflüssig geworden. Nicht nur Verkehrsmittel, auch virtuelle Kommunikation, Datenautobahnen, Television, Telepräsenz haben sie ersetzt. Die großen Bildungsromane handelten noch von den Wegen und Umwegen, von Reisen und Wanderjahren, die nötig waren, um den Protagonisten am Erfahren buchstäblich der Wirklichkeit, am Erfahren reifen zu lassen.
Stattdessen verkündet die heutige Bundesregierung stolz, Kolumbus musste viele Jahre reisen, um die Welt zu entdecken. Unsere Schüler brauchen dafür nur einen Vormittag im Internet. Nicht so, als könnte man sich die Anstrengungen und die Umwege der Erfahrung doch irgendwie sparen. Ich nenne als zweites die Medialisierung. Damit ist gemeint, dass die authentische Erfahrung in dem Maß schwindet, wie uns die Welt in Form von Bildern erreicht. Ja, man könnte sagen, unter ihren medialen Abbildern fast schon zum Verschwinden gebracht wird. Wir leben in einer Gesellschaft, die wie keine je vor ihr von Bildern überflutet ist. Und Bilder sind in der Lage, unseren Blick zu bannen. Sie sättigen die Wahrnehmung fast hypnotisch ab und entführen uns aus der leiblichen Gegenwart. Resultat dieser Entwicklung ist das, was der Philosoph Günther Anders übrigens bereits 1956 als medialen Idealismus bezeichnete. Das heißt, die Wirklichkeit verwandelt sich in ein Schauspiel. Der Zuschauer wird zum Idealisten, der nur geistige Gehalte empfängt. Er bleibt dabei körperlich passiv. Er wird verwöhnt, gefüttert mit Bilderkost und regrediert gewissermaßen in einen Zustand der ikonischen Abhängigkeit. Der Sehsinn unterliegt dieser Gefahr in besonderem Ausmaß. Gerade die visuelle Wahrnehmung bedarf eigentlich der Beteiligung der anderen Sinne, der Bewegungsorgane, um sich wirklich zu konkreter Erfahrung zu bilden, zu sättigen. Ohne die Einbettung in eine synästhetisch erfahrbare Gesamtsituation und ohne die Handlung und die Auseinandersetzung mit dem Gesehenen bleibt die visuelle Wahrnehmung irgendwie unwirklich. Eine Flut von reinen Bildern, denen also keine reale leibliche Begegnung mehr entspricht, hinterlässt eigentlich auch keine bleibenden Eindrücke, jedenfalls keine Erfahrungen, sondern eher eine Leere, die eine Sucht nach immer neuen Bildern erzeugt. Und schließlich geht eine Einschränkung von Erfahrung auch von der Virtualisierung, von der Entkörperung der Kommunikation aus. Medien ersetzen reale Begegnungen zunehmend durch virtuelle Kontakte, durch Scheingegenwarten, Scheinpräsenzen. Mehr und mehr Lebensbereiche wandern in den virtuellen Raum hinüber. Virtuelle Communities blühen auf. Aber im Netz ist der andere doch immer nirgendwo. Er verliert seine leibliche Präsenz. Er bleibt eine Schnittstelle verschiedenster Informationen, die ich im Verlauf der Kommunikation von ihm erwerbe. Die Telekommunikation beschleunigt und vervielfacht die Kontakte, aber sie werden oft gar nicht mehr zu Begegnungen, zu Erfahrungen. Es fehlt ihnen die zwischenleibliche Dimension, die wechselseitige leibliche Resonanz, durch die wir im lebendigen Kontakt einander förmlich am eigenen Leib spüren können. Und mehr noch, so wie es zur elektronischen Überbrückung des Erdumfangs nur eines Tastendrucks bedarf, so bleibt auch die Online-Interaktion ohne die Erfahrung von Fremdheit, also von ihr zunehmender, allmählich zunehmender Vertrautheit. Der leiblich zu durchmessende Raum ist aufgehoben. Ohne Zeitverschwendung gelangen die Teilnehmer unmittelbar zum Ziel, unmittelbar zueinander. Aber das heißt auch, die feinen Graduierungen von Nähe und Distanz werden nivelliert. Zwischentöne des sozialen Umgangs entfallen häufig. Und damit ermöglicht die virtuelle Kommunikation oft eine Intimität, zu der die Beteiligten im unmittelbaren Kontakt gar nicht bereit oder in der Lage wären. Andere wird dadurch aber tendenziell auch zu einer Projektionsfläche, zum Produkt meiner Vorstellung, ja zum Gegenstand meiner Willkür. Ein Tastendruck und die virtuelle Gemeinschaft ist wieder verschwunden. Eigentlich war ich gar nicht wirklich anwesend. Das hat, wie wir annehmen können, dafür gibt es Belege, Konsequenzen für unsere Fähigkeiten der zwischenleiblichen Wahrnehmung, der zwischenleiblichen Empathie.
In einer interessanten Meta-Analyse von 72 Studien, die zwischen 1979 und 2009 die Empathiefähigkeiten amerikanischer College-Studenten untersuchten. In dieser Meta-Analyse fanden Conrad und Kollegen eine Abnahme der Empathiefähigkeiten über diesen 30-Jahres-Zeitraum um 40%. Und die Abnahme war nach 2000 am größten. Die Autoren verweisen selbst auf die sprunghafte Zunahme von virtuellen, medienbasierten Interaktionen seit Beginn des Jahrhunderts. Und sie kommen zu dem Schluss: With so much time spent interacting with others online rather than in reality, interpersonal dynamics such as empathy might certainly be altered. For example, perhaps it is easier to establish friends and relationships online, but these skills might not translate into smooth social relations in real life. Es sind also ganz andere Fähigkeiten, die für die Online-Kommunikation erforderlich sind, und es sind gerade nicht die zwischenleiblich empathischen Fähigkeiten, die auf einer ganz anderen Ebene liegen. Nun, sicher wäre es voreilig, die Ursachen für diese Entwicklung nur auf Mediennutzung zurückzuführen. Aber die Abnahme zwischenleiblicher Erfahrung und ihr Ersatz durch digitale Kommunikation ist sicher eine der maßgeblichen Faktoren, der die Entwicklung und Ausdifferenzierung der Empathie von Jugendlichen offensichtlich beeinträchtigt. Das habe ich hier nur skizzenhaft beschrieben als einige Tendenzen zu einem Verlust an Erfahrung. Und dieser Verlust bedeutet daher nicht nur eine Entfremdung von der Lebenswelt, der gemeinsam erfahrenen Welt. Er äußert sich auch sozialpsychologisch in einer zunehmenden Verunsicherung. Denn wer keine authentischen Erfahrungen mehr macht, der verliert auch das Vertrauen in seine eigenen intuitiven Fähigkeiten. Und er wird zunehmend abhängig von Experten, Ratgebern, Statistiken und Apparaten. Er entwickelt auch nicht mehr die nötige Ausdauer und Frustrationstoleranz, um angesichts von Widerständen und Rückschlägen beharrlich zu bleiben. Sich mit der Wirklichkeit sinnlich und handelnd auseinanderzusetzen und so die Kunst des Erfahrens wieder zu erlernen, das scheint mir heute nicht etwa nur eine Frage des ästhetischen Lebensgenusses, sondern eine lebenswichtige Erfordernis. Wir brauchen Erfahrung, wir brauchen das Spüren, das Schmecken der Dinge. Und Homo sapiens ist, wörtlich gesprochen, nicht der mit allen möglichen Informationen ausgerüstete Experte, sondern der schmeckende Mensch. Sapere heißt schmecken und dann auch wissen. Aber es ist ein leibliches Wissen. Homo sapiens ist also das Wesen, das einen besonderen Geschmack, ein Gespür für komplexe Situationen besitzt und das gerade durch ein implizites, intuitives Erfahrungswissen das Leben zu meistern versteht. Um noch einmal auf den alten Kapitän zurückzukommen: Wenn unsere konkreten leiblichen Erfahrungen weiter verkümmern und wir uns stattdessen nur noch auf Bilder, Medien, elektronische Navis und digitale Daten verlassen, so könnte es sein, dass wir in den möglicherweise kommenden Stürmen einen schweren Stand haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.